Ich ja, also herzlich willkommen zu meiner Sendung zu der Demo von Chess Survivors. Dank dem Steam Next Fest habe ich hier mal wieder einer der tausenden von Action Roguelikes gefunden gehabt. Und Chess Survivors, wenn man sich die Screenshots anguckt, den Kollegen anguckt, ja okay, nicht vielleicht ihn, aber sondern eher das Chesspiece, das er in der Hand hält, ist alles ein bisschen schachfokussiert. Wie jedoch genau, das dürfen wir gleich herausfinden. Eine Sache, die wir jedoch nicht herausfinden dürfen, ist, wo zum Kuckuck hier das Optionsmenü ist. Play Demo, Wishlist Now, Give Feedback, About, in den Ecken ist nichts versteckt. Es gibt also nichts, was man irgendwie anpassen kann und man hört es, denke ich, auch schon sehr gut. Hier gibt es erstmal noch nichts zu hören. Das heißt, ich bin einfach mal sicherheitshalber hingegangen, habe den Windows Volume Mix auf 5% runtergeregelt und wir hoffen einfach mal, dass das uns nicht die Ohren wegfetzen wird. Blub indeed. So, choose your character, the Joker, the Creepy Doll, or the Evil Monkey. So, gucken wir mal, Description. Health 50, Mana Damage 5, Base Movement, any adjacent tile. Da kommt schon der Chess-Aspekt. Creepy Doll hat natürlich 42 Health, yep, hallo Japan. Bonus Damage Scale 33% plus, Mana Damage 2, 3 weniger. Adjacent Tile Range 2, Chests have 1 additional Relic, und 69 for the Evil Monkey, nice, Health Scale plus 100%, Melee Damage 2, Base Movement, Cardinal Tides, Range 2. Lass uns mal mit dem Joker starten, und dann gucken wir mal danach, wie das mit den anderen Dingern aussieht. Pick a starting ability. New ability playing card. Toss a playing card randomly above you that falls towards the bottom of the screen, dealing damage to all enemies it passes through. Interessant. Erinnert mich so ein bisschen an die Axt aus Vampire Survivors, dass man sagt, die wird nach oben geworfen und fällt dann nach unten. Shoot, oder so einem Winkel. Shoot a cribbage? A cribbage pack in a straight line in front of you, dealing damage to the first enemy it hits. Launches a seeking tile at a nearby enemy. Okay, Upgrades. Okay, also man sieht Acts, werden die bezeichnet. Also zum Beispiel Turn Cooldown. 3, 2, 1 und dann gar keiner mehr. Wie auch immer gar keiner aussieht. Ich will mal das testen, einfach weil es passend zum Joker ist. Take a starting relic. Plus 1 to amount of loot from level up. 4 to 5, okay. Minus 1 to playability cooldown. 50%, minus 50% to player max health. Und dann plus 25% to player damage scale. I have no idea. Act 1, 200 turns. Okay, also T, ja, gib mir mal Tutorial. Your goal in this game is to survive the horde chess-based enemies. Yes. This is a quick turn grid based game. Mouse and keyboard is recommended, but there is also controller support and you can strictly play with the keyboard as well. Okay, wir haben einen Turn Timer. Das ist also nicht so actionbasiert wie andere Action Roguelikes. Movable Tiles, ja, okay, es wird uns also gleich angezeigt, was wir können. Player trigger automatically. Automatically and will typically have a turn cooldown. Yep, da ist einiges auf dem Screenshot los. You can melee enemies in movement range. Melee kills will move you to the target tile. Okay. Enemies act after the player's turn and will always attack the player when in range. Aha. Elite enemies have more health, combat mod icons, whatever that means, and can drop a relic chest if they have a key icon. This one. Okay. Controls. Aber to confirm. Das ist natürlich interessant zu beobachten, das Keyboard nicht auf das Numpad zurückgreift. Kann man nicht schräg gehen? Weil würde man denken, gerade bei Schach. Deswegen, ich spiele mal ganz bewusst mit dem Hover to confirm. Skip Turn. Spacebar, ja. Miscellaneous. Ja, okay.
So, deswegen, ich kann hier schräg laufen. Okay, also die Attacke wirkt furchtbar, wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Warum greift meine jetzt nicht an? Achso, diese Fähigkeit wird nicht jedes Mal eingesetzt. Okay, also darf. Also ich habe wirklich die schlechteste Option gewählt gehabt. Oh, warum kannst du auf einmal so weit springen? Wow, okay. Das ist natürlich nicht verkehrt. Okay, man kann aber nicht über Sachen hinwegspringen. Ja, also bisher sind wir eisenhart auf unser Melee angewiesen. Also kriegt man vielleicht mehr Movement, wenn man nicht sich bewegt. Wollen wir mal ganz kurz testen? No. Ich bleibe jetzt mal ganz bewusst hier stehen. Das ist natürlich nicht clever, weil ich von zwei Seiten jetzt angegriffen werde. Ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Das war definitiv ein lauter Coin-Effekt. Player Upgrade. Aha, okay. Launch the Seeking Tile. Fling a marble around you, dealing a small amount of damage to enemies it collides with. The marble remains as long as it can still pierce more enemies. Whatever that means. Scale modifiers do not affect the size of the marble. That sucks. Equip a card shield to protect to preventing the next incoming damage. Also, die Idee des Turn-Based zu machen ist nicht verkehrt, bis man es dann selber mal spielt. Oh, das Ding fliegt dann auch noch auf die dümmste Art und Weise. It flies until it pierces. It stopped. What? Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was man jetzt... Irgendwann wirst du von den Gegnern einfach geschwärmt und... Ich weiß nicht, wie man das stoppt. Also, es ist nicht klar, wann Sachen eingesetzt werden. Ich finde es so komplett unübersichtlich. Wann wird die Karte eingesetzt? Man muss es hervorheben. Damit kann man besser planen, wenn man weiß, wann es kommt. Man muss es jetzt im Endeffekt instinktiv einfach wissen. Und ich bleibe weiterhin dabei. Ich weiß nicht, warum ich manchmal weiter angreifen kann und warum nicht. Ist da irgendeine Hervorhebung dabei? Ich meine, es werden die Sachen sein, die ich hier vermutlich einsammle, aber mir wird jetzt meistens nicht gesagt, wo zum Kuckuck die Upgrades hervorgehoben werden. Create a small target around you, dealing damage to any enemies within its area. The target is created whenever you move tiles and slightly larger the further you move. Increase the number of projectiles. Das Zeug war bisher sehr aber... Increase the scale. Set a trap to your current tile when an enemy collides with the trap. They are dealt a small amount of damage and their next move is delayed. Also, da muss... Also... Ich denke, das Problem ist, dass es halt der Idee weiterhin folgt, dass man von vielen Gegnern auf einmal angegriffen wird. Vielleicht wurde es noch besser, aber man hatte das Problem, dass man eigentlich nicht von Gegnern umzingelt werden möchte. Ich meine, ich nehme Bullseye, das wird mir in der Hinsicht hoffentlich helfen. Also, mal zum Beispiel gesehen, ja, jetzt hat man natürlich hier den Springer und die haben natürlich noch bei Weitem größere Möglichkeiten, einen tatsächlich zu treffen. Aber das Problem für mich ist tatsächlich, dass ich einfach konstant angegriffen werde. Egal, was mir jetzt hier entgegengeworfen wird. Ist auch interessant, wie halt dieser Radius funktioniert. Ja, ich kriege jetzt hier einfach auf die Fresse die ganze Zeit. Und irgendwie ist es einfach ein Deal with it. Also, hier habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich clever anstellen kann. Weil gerade der Witz von diesen Action-Roguelikes ist ja auch, dass sie so ein bisschen Bullet-Helly sind. Das heißt also, viele Projektile, viele Gegner, die auf einen zukommen. Und man muss halt durch cleveres Bewegen, durch Dodgen und oder ähnliches an Gegnern ausweichen. Aber hier, du musst eigentlich immer auf Gegner zugehen. Und das willst du eigentlich auch nicht, weil je nachdem, welche Art von Schachstück da halt auf dich zukommt, die können dich dann irgendwann angreifen. Und dementsprechend, Was 100% Damage Scale? Ich weiß nicht, was Damage Scale in der Logik bedeutet. Weiterhin nicht. Das 75 Enemy... Boost Damage Scale. Oder Bonus, was auch immer. Wie auch immer, weiß ich weiterhin nicht, was es bedeutet. Plus 1 to Player Bonus Damage.
Plus 2 to movement, coin healing. The fuck is coin healing? Also sie werden definitiv mit Begriffen um sich geworfen, wovon der Spieler nicht wirklich weiß, was es bedeutet. Mache ich damit einfach mehr Schaden? Oder wenn ich halt... Das kann natürlich sein, wenn man sagt, ich mache mit einer Attacke 10 Schaden. Und ich habe halt einen Bonus von 5 mit dem nächsten Upgrade. Aber wenn ich dann Damage Scaling habe, dann geht es halt nicht von 5, sondern zu 7 hoch. Einfach mal zufällige Nummern zu nutzen. Vielleicht ist das damit gemeint. Ich nehme es einfach mal, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Meine Frage ist, kann ich irgendwie beeinflussen, wann Gegner angreifen? Denn meines Erachtens, no, it's not. Ist nicht möglich für mich. Scale. 20% mehr Damage. Cooldown Reduction. Cooldown Reduction klingt nur halbwegs clever. So, warum kann ich an manche Gegner reingehen und bei anderen wiederum nicht? Das sind ja... Ich muss auf Gegner losgehen. Muss aber immer damit rechnen. Deswegen, dadurch, dass der Timer auch nicht wirklich allzu großzügig für einen ist, ist auch nicht der Fall, dass man sagen kann, ich plane jetzt durch und überlege, wo die unterschiedlichen Chesspieces sind. Oh, das ist ein Reiter oder Springer oder wie auch immer man es nennen möchte. Da darf ich nicht zu nah rankommen oder ähnliches. Oder nicht in einem gewissen Punkt stehen, wo sie einen treffen könnten. Man bewegt sich. Man bewegt sich, weil der Timer sonst abläuft. Man bewegt sich, weil man Gegner näher kommen muss. Und dementsprechend darauf zu achten, oh, der könnte jetzt hier in Elfform springen oder laufen und hier und da. Ach was, da kannst du auch überhaupt nicht drauf achten. Increases Damage. Number of Projectiles. I guess. Mehr, also hier wirkt es wirklich so ein bisschen, umso mehr spammy Zeug du hast, umso besser. Und was, ist nicht exklusiv für dieses Spiel, so ist nicht. Aber ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum jetzt so viele unterschiedliche Projektile da herumfliegen. Ja, und weiterhin, jeder einzelne Schritt ist hier sehr langsam oder manchmal auch nicht. Also ich denke, man merkt schon so ein kleines bisschen, gerade wenn man zum Beispiel die Karten hier entlang fliegen, wenn die irgendwas treffen, die machen halt einen Soundeffekt, als würde man eine Seite umblättern. Okay, also man sieht es hier schon ganz klar, abhängig davon, welche Bonusse man hier einsammelt, wird man dadurch schneller und kann weitere Distanzen zurücklegen. More damage, more projectiles, yep. Increases scale to 2. Ach, das ist das Ding, ja. Roll a dice bomb in a random direction, exploding after 3 turns, dealing damage to all enemies within the radius. Sounds fucking bad. More projectiles, more dots und so weiter. Okay, also jetzt kann ich hier wie ein, genau, wie das Hottehü springen. Aber wieder mal, ich hab nicht verstanden, wie das zum Beispiel, jetzt ist es schon wieder aufgebraucht. Das ist nicht so, dass man das nur für eine Runde einsetzen kann. Ich weiß halt nur nicht, für wie viele Runden ich es einsetzen kann. 3? 3 scheinbar. Also, die Idee ist nett, mir gefällt nur nicht wirklich die Umsetzung. Deswegen, weil ich habe immer das Gefühl, ich nehme einfach immer nur Schaden, Schaden, Schaden. Und ich muss halt einfach damit leben. Dazu finde ich es ebenfalls sehr interessant. Das Spiel ist turn-based. Die Projektile hingegen sind es nicht. Das heißt also, in der Theorie ist man stärker, umso länger man zum Teil bereit ist zu warten. Das ist eine merkwürdige Entscheidung. Guten Tag. Deswegen ja, dadurch, dass ich jetzt hier so viel Spammy-Zeug habe, es funktioniert. Ich kriege das halbwegs gebacken. Aber auch zum Beispiel hier, das Spiel erzählt einem nicht unbedingt direkt, ob das, was man macht, genug ist, um einen zu besiegen. Manchmal ja, manchmal nein. Increases Damage, increases Pierce. Sure. Also, es ist spielbar. Ich denke halt aber nur, dass viele Sachen nicht so unbedingt funktionieren, wie man es vielleicht aus den Echtzeit gewöhnt ist. Deswegen die Idee von, ich weich Sachen aus, ist nicht gegeben. Ich krieg einfach auf die Fresse, ich habe 6 HP, okay. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ansatzweise was dafür beitragen konnte. Play Healing Scale.
Plus 1 to healing amount on level up. Plus 1 damage take on extra movement. Player taking damage? What? Plus 1 to max health gained on level up. Wait, what? Achso, ich kann einfach sagen, erstmal gib mir HP. Achso, nee, hier ist für Max Health. Okay, also ich könnte dann 51 und so weiter bekommen. Ich meine, es wäre schön, wenn ich allgemein mal... Okay, ich habe mich irgendwie geheilt und habe sofort wieder auf die Fresse bekommen. Ja, ich habe sofort wieder verloren, was ich gerade geheilt habe. Ja, da muss ich auch zugeben, es geht so ein bisschen unter, wie viel HP ich habe oder ob ich irgendwie heile. Ability Tag. Fire small O's in the four cardinal directions, traveling one tile. Shoot a cribbage pack. Straight in front. Was ist in front? Das Spiel ist nicht wirklich front. Plus range. Okay. Aber vermutlich die Pips einfach einzusammeln. Ich weiß immer noch nicht, wie die Attacke eingesetzt wird. Weil das Spiel nicht wirklich einmal erklärt, wie Cooldowns funktionieren. Deswegen, da war jetzt hier so eine kleine Bitch und die hat es natürlich geschafft, sofort mir Schaden anzurichten. Ja, hier ist jetzt, glaube ich, wirklich einfach wieder der Witz. Hoffen, dass keiner von denen in irgendeinen Radius kommt, den er durch Schach ausnutzen kann. Und weiter konstant vor Gegnern weglaufen. Er hat mir gerade 8 Schaden gemacht. 8 effing Schaden. Tja, einfach aus dem Nirgendwo angegriffen worden. Ja, nicht mit mir. Oder zumindest nicht immer mit mir. Aber man sieht es aber auch. Die versuchen schon clever zu agieren. Und wir haben es geschafft. Hooray! Thank you for playing the demo of the demo of my game. Act 1 or the first 200 turns. Man kann das irgendwie abschließen? Level 7. I would appreciate it if you filled out the Google Form. Ja, vermutlich nicht. Die Idee ist nett, die Umsetzung gefällt mir jedoch so überhaupt nicht. Und ich denke, es ist in Ordnung, mal zu sagen, wir probieren was anderes. Dementsprechend, Turn-Based ist nicht schlimm. Klar, bei Action-Roguelike aller Vampire Survivors, das Spiel lebt natürlich davon, dass man konstante Action hat. Überall ist was am Explodieren, Effekte sind am Explodieren, als wäre es Overwatch. Und man bekommt konstant diese Level-Ups. Die Idee, dass man das Turn-Based macht, ist eigentlich ganz cool. Bis man dann sieht, wie wenig Zeit man hat, um wirklich was machen zu können. Das heißt also sowas wie Rogue zu haben, also wirklich Turn-Based Roguelikes oder ähnliches. Das ist im Endeffekt dann auch wieder nicht. Und ich bleib dabei, man bekommt ab einem gewissen Punkt so viele Gegner entgegengeworfen. Ist nicht mal unbedingt unendlich viel, wie Vampire Survivors und Co. Wo man sagt, oh, da sind auf einmal tausende Gegner auf dem Screen, so ist nicht. Aber halt die Idee von, oh, ich habe jetzt 6, 7 Gegner vor mir. Okay, wer könnte jetzt in welcher Situation auf welcher Teil wie mich angreifen? Da hast du keine Zeit für. Du hast keine Zeit. Der Balken läuft eine Sekunde ab, in der du den letzten Move gemacht hast. Und dementsprechend, du bist eigentlich eher dabei zu bewegen, weil du willst dir diese Bonus bekommen, du willst die XP-Sachen einsammeln. Und ich habe dementsprechend keine Ahnung, wie man Schaden tatsächlich ausweichen möchte. Dass ich das irgendwie überlebt habe, liegt in erster Linie wirklich nur daran, weil es eine Demo ist. Wäre das Spiel vermutlich der volle Umfang, Vollversion, dann wäre ich hier eigentlich irgendwann draufgegangen. Aber weil ich keine Möglichkeiten hatte, mich zu heilen, mir wurde das zwar angeboten mit 1 HP pro Level ab, was, wenn wir ehrlich sind, 7 HP gewesen wären. Wenn ich das in der ersten Sekunde bekommen hätte, beziehungsweise 6, weil es vermutlich mit dem ersten Level ab nicht zählt, wenn man es bekommt. Also, es geht in Ordnung. Mich hat es jedoch nicht umgeworfen. Gerade vor allem, weil dieses Gimmick, die Idee von mir aus, mit Turn-Based einfach nicht so funktioniert. Gerade vor allem, wenn man dann halt auch noch Attacken hat, die nicht Turn-Based sind. Die Idee, dass diese ganzen Dinger da konstant herumfliegen, wo ich auch dabei bleibe, ich habe nicht verstanden, wann die tatsächlich aktiv sind oder wieder halt deaktiviert werden. Und das gleiche kann man auch für seine eigenen Skills nennen, diese eine Attacke, die man einsetzt. Also, Sie können ja ganz gerne nochmal ganz kurz einen anderen Charakter einfach mal testen. Gerade vor allem, weil der so ein bisschen, die so ein bisschen anderes Movement mit sich bringen. Das würde mich interessieren. Aber auf jeden Fall, die Idee, dass zum Beispiel diese Karte hier, da heißt es, diese wird alle 3 Runden eingesetzt. Ja, theoretisch könnte man das im Kopf behalten, aber
die Tatsache ist dann halt trotzdem, du kriegst irgendwann mehrere Abilities, die alle unterschiedliche Cooldowns haben und die upgegradet werden könnten. Das heißt, die Werte werden sich irgendwann ändern. Und man sitzt dann halt dann doch dort und man will die Sachen ja durchplanen. Das ist ja eigentlich der Witz von Turnbase wiederum. Dass du theoretisch die Zeit hast, was nicht der Fall ist, um Sachen zu überlegen. Zu überlegen, wo bewege ich mich hin, wo bewegen sich die Gegner hin, wer greift wie, was, wo an. Und wenn man dann, wie gesagt, mehrere Skills hat, die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden, muss das irgendwo im UI hervorgehoben werden. Und meines Erachtens da wirklich halbwegs hilfreich, dass man so sagt, man hat den Charakter und dann leicht transparent daneben werden die unterschiedlichen Skills hervorgehoben und wann sie eingesetzt werden. Damit man sagen kann, oh, ich habe verstanden, wie die Flugkurve von dem Ding ist. Das heißt also, nächste Runde kann ich das einsetzen, also muss ich mich so bewegen, dass wenn das dann eingesetzt wird, dass es dann richtig landet, damit ich tatsächlich Treffer mache. Diese Ability zu haben, war vollkommen witzfrei. Gerade zum Anfang, hätte ich meine Melee-Funktion nicht gehabt, hätte ich nie was wirklich gebacken bekommen. Das Ding ist an allen Sachen vorbeigeflogen und da sich darauf einzustellen, ist in dem Spiel einfach nicht gegeben. Bei Vampire Survivors oder allgemein, die halt Realtime sind, da geht es in Ordnung. Okay, du hast die Axt geworfen, die Axt ging halt mal daneben. Aber dadurch, dass man da halt das regelmäßigere gefühlt einsetzen kann oder halt wirklich aktiver, freiform sich bewegen kann, die nächste Axt wird schon wieder treffen. Oder wenn dann halt auch die tausend von Gegnern auftauchen. Klar, du triffst vielleicht nicht alle tausend, du triffst vielleicht nur 100, ist nicht ideal, manchmal triffst du mehr, manchmal triffst du weniger. Hier ist das Problem, wenn du nicht genau richtig stehst und nicht genau vor Augen hast, wann die eingesetzt werden, wirst du vermutlich mehr nicht treffen als treffen. So, das Ding, dem Ding traue ich so überhaupt nicht. Ob ich mir vorstellen könnte, je nachdem, wo das Spiel in front of you definiert, könnte das sogar funktionieren. Ich will das Ding probieren. Health, Loot, minus one movement to coin spawn rate. Ich weiß überhaupt nicht, was mir das Spiel damit sagen will. Plus one movement to coin turn duration. Also das untere wird vermutlich sein, dass die Dinge ab einem gewissen Punkt verschwinden. Ja, warum Movement? Deswegen, Coin Turn Duration. Hätte ich ja verstanden. Hätte man einfach nur gesagt, plus one to Coin Turn Duration. Hätte ich gesagt, okay, Coins verschwinden nach 3 Runden, jetzt sind es 4 Runden. Aber Movement? Weil Movement ist für mich halt das Bewegen. Das eigene Bewegen, das Bewegen von Gegnern, je nachdem, wie es dann halt dabei steht. Minus one to coin spawn rate. Ist es dann wieder positiv? Also, wenn man schon Probleme hat, richtig herauszufinden, was die Upgrades für einen tun, das ist ein Problem. Das ist ein ernsthaftes Problem. Deswegen, das sind alles nicht wirklich tolle. Maximum health gained on level up. Ich nehme es mal. Wir beobachten es mal. Wir starten mit Tod. Okay, ja, und du bewegst dich natürlich jetzt hier so ein bisschen anders. Mit anderen Worten, also gewisse Sachen werde ich vermutlich niemals einsammeln können. Aber ich muss gleich von Anfang an sagen, das gefällt mir bei Weitem besser als die Bewegungsfreiheiten. Also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass mit Bestes einfach bewegen. Wenn man hier so eine Sache einsammeln kann, cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist wirklich interessant zu beobachten, warum die zum Teil nicht angreifen. Und zugeben, klar, es ist halt abhängig von den Chesspieces wieder mal. Ich will mal was testen. Bewege mich einfach mal aggressiv. Ja, nehmen wir mal die Bomb, die Dice Bomb. Ich kann mir wieder mal nicht vorstellen, dass das clever ist. Denn man kann auch hier wieder mit Vampire Survivors das vergleichen, dass man so Attacken hat, die zum Beispiel in einem gewissen Radius sich bewegen. Da würde man sagen, ja, okay. Du wirst damit nicht immer was treffen, aber irgendwann schon. Aber halt hier in dem Spiel, irgendeine Sache zu haben, die irgendwo ins Nirgendwo fliegt, deswegen das Ding, ja, super, beeindruckend, irre. Deswegen die mit besten Fähigkeiten in dem Spiel sind definitiv die konstant aktiv sind und die Gegner direkt anvisieren können. Denn in der Theorie kann ich mich jetzt die ganze Zeit einfach bewegen, bewegen, bewegen und irgendwann wird dieser Skill kommen und ja, definitiv jemanden treffen. Ey, die Bombe wird vielleicht mal was machen. Maybe. No, it did not.
Weil in der Zwischenzeit dann halt die Leute schon wieder weggelaufen sind. Ja, okay. Also hier ist es wirklich lustig. Man könnte theoretisch sagen, oh, dadurch, dass man halt nur begrenzt laufen kann, dass man gewisse Nachteile dadurch hätte. Aber in Wirklichkeit... Gott, die Bombe hat schon wieder nicht getroffen. Deswegen, hier ist es ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen, die Tauben zum Beispiel in Vampire Survivors, die halt im oder gegen Uhrzeigersinn machen. Da sagt man auch, ja okay, damit triffst du gelegentlich einfach mal nichts. Aber halt, dadurch, dass das Ding dann halt in Echtzeit irgendwann relativ zügig wieder kommt, geht das noch in Ordnung. Wohingegen hier... Uff, wenn du Pech hast, passiert einfach schlichtweg gar nichts. Hier ist wirklich einfach nur die Idee. Wo Gegner wegrennen, die XP-Dinger einsammeln und hoffen, dass da irgendwas bei rumkommt. Increases number of projectiles. Yes. Ja, und da muss ich... ja, great. Einfach in die Mangel genommen worden. Hier muss ich natürlich dann auch wieder sagen... Oh boy. Okay, also jetzt werde ich hier einfach umzingelt und irgendwann kann ich nicht mehr weiterlaufen. Also das ist ein Held, der meines Erachtens nur funktioniert, weil du vor Gegnern wegrennst. Und selbst das ist nicht ideal. Aha. Ja, also... thanks. Okay. Ja, yep, great. Mein Fehler. Jetzt will ich eigentlich zu meinen XP-Blobs zurückkehren, weil ich brauche die XP-Blobs. Aber mit jedem Schritt, den ich ja mache, und wieder mal hervorzuheben, ich habe nicht unendlich viel Zeit, um zu überlegen, muss ich jetzt einfach damit rechnen, dass ich immer auf die Fresse bekomme. Ich habe 2 Level-Ups gehabt und habe jetzt plus 2 HP bekommen. Also das stimmt schon mal in der Hinsicht. Increases number of projectiles, reduces cooldown. Da müssen wir vermutlich jetzt reduce cooldown sagen. Einfach damit wir den Spaß häufiger einsetzen, weil jetzt kommen ja mittlerweile doch genug Gegner. Au. Au. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor gewissen Gegnern kann ich schlichtweg nicht wegrennen, also... Die Idee ist nett, aber... Mehr als das, was ich hier gesehen habe, möchte ich davon eigentlich nicht spielen. Und das ist natürlich doch ein bisschen schade. Chess Survivors. Wo habe ich es in meiner Liste hingeschrieben? Irgendwo stand es mal. So, wo ist es hin? Da unten. 10. November soll das Ganze rauskommen. Ich drücke dem Entwickler sehr viel Glück, denn von dem, was ich gesehen habe, das wird er gebrauchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.